Volkswagen beschwört Aufklärung. Immer wieder seit anderthalb Jahren. Ein Versprechen, das jeder sehen konnte. Am Stammwerk in Wolfsburg. Wir brauchen Transparenz, Offenheit, Energie und Mut. Das Plakat angeblich nur für die interne Kommunikation gedacht, so Konzernsprecher Hans-Gerd Bode. Ein großes Plakat sagt ja viel aus. Das sieht jeder, der durch Wolfsburg fährt. Nee, sieht er nicht. Glauben Sie nicht, dass man... Also tatsächlich, ich würde schon sagen, dass man es sieht. Es ist ja auch großmedial verbreitet worden. Es hat ja eine große Außenwirkung. Würden Sie sagen, dass es dementsprechend dennoch nichts mit der Aufarbeitung oder mit diesem Aufarbeitungswunsch zu tun hat? Nein, überhaupt nicht. Wir richten uns ja gar nicht gegen Aufarbeitung. Ist, glaube ich, eine Missinterpretation der Medien, dass wir nicht an Aufarbeitung interessiert sind. Wir tun, glaube ich, alles dafür, um die Aufarbeitung dieses Skandals voranzutreiben. Die Aufarbeitung vorantreiben? Journalisten haben das anders empfunden. Ihre Nachfragen zunächst unerwünscht, wie bei diesem Pressetermin nach einer Aufsichtsratssitzung im November 2015. Journalistenfragen sind nicht erlaubt, wie schon seit Wochen. Gerade mal 3,5 Minuten spricht der neue VW-Chef in der dramatischen Lage. Wir wissen genau, wo wir hinwollen. Nach seiner Rede geht der VW-Chef. Das ist natürlich bedauerlich, dass der Konzernchef in der Situation nicht die Courage hat, auch solche kritischen Fragen zu beantworten. Die ersten Auftritte waren wirklich reine Statements-Auftritte, wo es auch nicht möglich war, Fragen zu stellen. Und wenn dann mal eine Frage zugerufen wurde, die erste wurde dann vielleicht gerade noch im Weggehen beantwortet und danach war nichts möglich. Das war enttäuschend. VW-Sprecher Hans-Gerd Bode erinnert nur Termine, bei denen Nachfragen erlaubt waren. Alles andere offenbar vergessen. Wir haben hier ein Unternehmen zu vertreten. Wir sagen das, was wir sagen können, was wir wissen, was in unserer Macht steht, was wir verantworten können. Wir verheimlichen nichts, aber wir sind, glaube ich, so transparent, wie es anders nicht sein könnte. Das heißt konkret, Sie können sich an keine Situation erinnern, wo es nur Statements gab, aber Fragen nicht zugelassen waren. Genau, so ist es. Erstaunlich, denn VW-Sprecher Bode war sogar bei dem Termin dabei. Interviews wie dieses in den Tagesthemen bis heute selten. Vor allem mit Konzernchef Matthias Müller. Guten Abend, Herr Roth. Der gemeine Menschenverstand sagt einem ja, da sind nicht irgendwelche wild gewordenen Softwareentwickler unterwegs gewesen. Das muss doch irgendwo einer durchgewunken haben, sagen wir mal auf Vorstandsebene. Ja, das kann ich eben an dieser Stelle nicht bestätigen. Und das ist ja auch ein Phänomen, das uns beschäftigt. Geht es um Fragen zum Abgasskandal, bestätigt Müller nur das, was sowieso schon bekannt ist. Jedenfalls in Deutschland. In den USA zwangen die Behörden den Konzern zur Auskunft. Und VW räumte ein, getäuscht zu haben. Anders in Deutschland. Volkswagen spricht von einem Fehler, nicht aber von Täuschung oder Betrug. Der VW-Konzern steht in Deutschland noch in verschiedenen rechtlichen Verfahren und insofern, sage ich mal, haben wir einen Fehler gemacht. Dazu stehen wir auch, aber darüber hinaus, sage ich mal, gibt es da nichts einzuräumen. Das heißt konkret, dass Sie die VW-Kunden hier in Deutschland nicht betrogen haben? Richtig, ja. Journalisten sprechen vom Warten auf die Aufklärung. Nennen VW die Wagenburg Wolfsburg, attestieren dem Konzern, nichts verstanden, nichts gelernt zu haben oder kommentieren das Vorgehen als Schande. Für Konzernsprecher Bode zählt dieser Eindruck nicht. Ja, da muss man aber vielleicht unterscheiden zwischen dem Eindruck der Journalisten und der Realität. Ja, wir können ja einfach nur sagen, es gibt rechtliche Rahmenbedingungen. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen, die gelten für uns als Unternehmen. Die mögen für den einen oder anderen so nicht nachvollziehbar sein, aber dennoch, wir bewegen uns ja in einem Rechtsraum. VW hat das Recht auf seiner Seite. Der Konzern ist nicht zur Auskunft verpflichtet, geschützt durch Aktien- und Unternehmensrecht. Es gibt Hintergrundgespräche, auch mit Pressesprechern und da wird dann noch relativ offen gesprochen, aber wenn man dann ein offizielles Statement haben will, dann gibt es meistens gar keine Auskunft. Eben mit Verweis zum Beispiel auf das laufende Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Angekündigte Zwischenberichte blieben aus. Berichte mit Ergebnissen der für den Skandal beauftragten Kanzlei.
Und Konzernchef Müller betont im Hinblick auf das öffentliche Interesse, er verweise auf den Abschluss der Untersuchungen. Dann werden wir erfahren, wer wann wovon etwas gewusst hat oder nicht. Volkswagen scheint diesen Abschlussbericht gar nicht mehr vorlegen zu wollen. Es gibt da immer noch ein leichtes Fragezeichen. Im Moment ist es so, dass es keinen Abschlussbericht geben soll, obwohl er von Anfang an versprochen wurde. Das ist deswegen absurd, als es ja strafrechtliche Ermittlungen gibt und irgendwann diese ganze Affäre auch vor den Gerichten landen wird. VW-Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Dieter Pötsch scheint selbst unzufrieden damit. Wir haben letzten Dezember angekündigt, im April dieses Jahres über den Stand der Ermittlungen zu berichten. Aus denselben Gründen wie heute mussten wir schon im April von der weitergehenden Veröffentlichung von Untersuchungsergebnissen Abstand nehmen. Was es gibt, ist ein Statement of Facts vom amerikanischen Justizministerium, abgestimmt mit VW, fokussiert auf die USA. Ein eigener VW-Bericht, wie vom Aufsichtsrat erwähnt, war angeblich nie geplant. Dass wir einen Zwischen- und einen Endbericht machen, das ist sozusagen die Interpretation, die sich im Laufe der Zeit, und das liegt halt wahrscheinlich in der Natur der Sache bei diesen Dingen, weiterentwickelt. Aber das Unternehmen hat zu keiner Zeit behauptet, dass es einen solchen Bericht machen wird. Wo bleibt also die versprochene Transparenz? Für Konzernsprecher Bode offenbar nicht die richtige Frage. Im aktuellen PR-Report beklagt er die mangelnde Sicht der Journalisten auf das Positive. Weil wir immer in einer Art Verteidigungshaltung geschoben werden und mit unseren Argumenten letztlich nicht durchdringen. Positivthemen finden dagegen in den Medien momentan kaum ihren Platz. Das ist jetzt die Aufgabe meiner Kollegen hier im Bereich Kommunikation, tagtäglich zu schauen, welche Themen gibt es ansonsten noch im Unternehmen, dass wir damit uns im Moment, sage ich mal, in den Medien schwerer tun, als es vielleicht noch vor der Krise war. Das ist so, das liegt in der Natur der Sache einer Krise. Aber gut, dafür haben wir hier ausgewiesene Experten, die werden das wieder schaffen. Dazu brauchen wir halt nur ein bisschen Geduld. Ja, mittlerweile sind 1,5 Jahre vergangen und es hat sich wirklich nicht viel verändert. Wir wissen von offizieller Seite immer noch sehr wenig über die Hergänge. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sich daran noch viel ändern wird. Ja, im Nachhinein hat man das Gefühl, dass das tatsächlich eine Krisenkommunikation war. Das heißt, man versuchte mit diesem selbstgesetzten Anspruch der Offenheit, der Transparenz in den ersten Tagen des Skandals ein bisschen wenigstens Boden gut zu machen. Und man hat dann, als die Affäre so langsam aus dem Bewusstsein verschwand, dieses Versprechen vergessen. Ungünstig nur, wenn der Konzern vor der Öffentlichkeit vergisst.